Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Fahrradverkäufer, liebe Frauen, die gerne Männer werden, und liebe Männer, die gerne Frauen werden. Na scheiße, Spaß. Pass auf. Hinten drauf ist Fahrrad. Ford Mondeo in kaputt, wissen wir Bescheid. Irgendwo Loch im Bluterblock, bringen wir jetzt zum Schrott. Ne? Mal gucken, was draus wird. Shop das Tour Spezial. Ich war wohl gefühlt schon vorgestern da, aber scheißegal, wir fahren heute nochmal hin, liefern was aus und hoffen, wir kriegen noch drei Batterien in Austausch, damit wir wenigstens ein bisschen Strom in der Bude haben. Wäre auch geil. Bis gleich. Platz sieht doch sehr strange aus. Sehr zu, Tor zu. So, mal gucken, ich packe das mal vorne an der Straße. Erstmal gucken kann, ob was für Phase ist, ob Udo da ist, ob die Schrauber da sind, ob irgendwer da ist, der das Ding abladen kann. Weil fahren können wir denn nicht, ne? Wenn wir denn irgendwo hinfahren, rotzen wir alles voll mit Öl. Alter, der Typ mit dem Agila, ne? Klaut mal original den Parkplatz. Ich krieg ja so viel. Wollte ich ja drüber einparken da hinten. Seht ihr den Agila in Silbern da hinten? Stellt sich genau dahin und haut es ab. Und jetzt stehe ich hier wie bestellt, nicht abgeholt. Scheiße. Naja, was soll's. Ich hab eine Idee. Kann ja. Ich nehme den Abschleppwagen, der da vorne steht. Was willst du denn sonst machen? Mann, Mann, Mr. Agila wieder. Immer dieser Agila-Fahrer. Opel-Fahrer. So, müsste auch gehen. Gibt es denn irgendwas Neues hier für uns? Also, da hinten sehe ich einiges klimpern. Ach hier, der hinten, der hier. Cortina Klaus, der ist gerade am Arbeiten. Gucken wir mal. Hauptsache, wir kriegen den Ford da irgendwie runter. Weißt ja, er fuhr fort und kam nie wieder. Mal gesehen, das ist ein Kleiderbügel. Und hier. Ein ganzer fucking Container voll mit Kleiderbügeln. Das ist hier kleiner Bügel sein Großvater. Da kannst du Tüdeldraht für 8 draus machen. Was alles so vorkommt hier, ne? Unglaublich. Hup. Richtig stumpf. Aber willst du machen? Geht doch! Kennt ihr ihn schon? Der ultimative Aschenbecher. Hast du so am Start? Ne, willst du ihn ausleeren? So, zack, und hakst ihn wieder ein und weiter geht's. So, Reifen werden wir servicemäßig morgen übergeben. Kann ich mir morgen wieder abholen. Also kann ich die erstmal drauf lassen. Muss ich die Scheiße nicht hier selber abschrauben. Hier habt ihr ja schon angelöst. Jetzt fahren wir mal eben rückwärts auf den Platz drauf. Und laden den Plümmer ab. Ja, und so kommen Udo halt in Autos. Ne? Und ich mache es halt immer so, dass er halt bei mir halt immer alles, was ich für ihn habe, immer umsonst gebe. Damit, ich finde, ausgleichende Gerechtigkeit. Weißt du, dass er so ein bisschen... Ja, dass ihr auch was davon hat, wenn ich hier am Film bin. Ne? Ich meine, manchmal kauft ihr als Zuschauer von mir ja auch manchmal was und sagt, ihr kommt von mir und sagt, hier, ich habe das und das von Speedshop gesehen. Klar, ist auch für mich geil, dann weiß Udo, aha, okay, ich habe einen Vorteil dadurch, wenn der Max Film auf dem Hof filmt. Ne? Das ist aber halt so ein bisschen so. Ne? Man muss ja mal zurückgeben. Man kann ja nicht immer nehmen und noch mehr nehmen. Ne? Und dann am Ende, ne? Wissen, was ich meine. Scheiße, wenn ich hier rausfahre, das kann ich mal so einfach. Weil ich sehr, sehr nah an den Schleppwagen dran stehe. Oh, hauer. Das müssen wir mal eben ein bisschen professionell machen hier. Das machen wir alles professionell. Wir sowieso, ne? Wer denn nicht? So, kommen wir wieder vor. Mucke aus. Wegen, weißt du, beim Rangieren muss man erstmal Musik immer aus. Weil dann rangiert es sich einfach besser, aber keiner weiß warum, aber jeder macht das. So, mal gucken, jetzt müssen wir den quer davor fahren. Max am Rangieren live. Scheiß was drauf. Lass doch einfach an. So, ihr seid schon weggerutscht. Professionelle Kamerahalterung am Start. So, jetzt wird das in die Einfahrt rein. Die ist genauso breit wie der Trailer. Oh, das ist jetzt natürlich qualitativ Overkill. Der ist mal ganz frische Ware, ne? Der Ford. Weißt du warum? Der ist ja wirklich nur letzte Woche ist der ja noch gefahren. Ne? Das ist jetzt wirklich jetzt nicht so, dass der jetzt Ewigkeiten überrumt. Der ist wirklich. Der ist. Letzte Woche noch gefahren und lief eigentlich ganz gut. Der hat eigentlich nie Probleme gemacht.
Übrigens gelesen, dass diese 1,8er Maschinen, die da drin war, das ist ein 1,8er, weil ich jetzt mittlerweile herausgefunden habe, die waren eigentlich echt nicht schlecht. Die liefen wirklich wie Sau. Ne? Das ist wirklich, da musst du schon, extrem vergewaltigen, um den Motorblatt zu kriegen. Naja, ist halt so. Ne? Ich möchte aber auch keine Hate von euch bitte sehen gegen den neuen Besitzer, oder gegen den alten Besitzer. Das kann jedem mal passieren. Und wo man nicht so viel Ahnung von Autos selber hat, und dann die Ölleuchter angeht, geht eine Ausfahrt, geht noch, weißt du? Hätte auch schon mit einem Trabi einen Kolbenklemmer, weil ich einen Keilriemen verloren habe und gedacht habe, okay, ich kann auch 2 Kilometer fahren nach Hause. Gangste, motorfest. Hat glaube ich jeder schon mal gehabt, jeder Schrauber. Das machst du nur einmal im Leben. So eine Scheiße. So, jetzt fahren wir mal hier vorne an, das schieben wir hier, würde ich sagen, runter. Das ist die beste Variante. Ne? Jetzt dachte ich mit einem Gabelstapler, aber ich glaube, in dem Fall ist jetzt, wenn wir Rinder erstmal drauf, dann können wir auch schieben. Dann würde ich sagen, dann lassen wir dieses wunderschöne Kfz vom Trailer runterfahren, wa? Junge? Oh, das passt sogar genau. Gucken. Zentimeter wegen dem LKW. Deswegen passt das nicht. Schade. Das hätte ich jetzt so runterrollen können. Und ultimativ. Genau in die richtige Ecke. Gera ist ein Gokis Universalwerkzeug bekommen. Das nehme ich mal von meinem Trailer. Warte. Zack, zack. Oh, falsch rum. So rum besser. So, zack. Und dann ziehst du den ganzen Scheiß ein bisschen mit an. Fertig ist. Ganz geiles Werkzeug eigentlich für so eine Gurkenscheiße. Aber solche Gurkenschrauben wieder für eine Macht, ne? Oh, hier, guck mal, Corsa A. So, Thema erledigt. Auto ist runter. Unser Job ist hier erledigt. Ich will mal sagen, nur noch mal über den Platz, ob es was Neues gibt. Und hier, ich kläre noch mal ein paar Kleinigkeiten mit dem Ford jetzt, damit ich die Reifen auch morgen wieder kriege, wenn ich wieder hier bin. Oder was. Die Reifen muss ich mich relativ schnell in eBay reinsetzen, damit ich den Verlust wieder ausgleichen kann, den ich gemacht habe. Ne? Ja, Leben ist hart ungerecht. Und ich will einen Nabendeckel suchen für meinen AC Schnitzer BMW Scheiß da. So BMW Neckel, was die man so auf dem Lochkreis nur gurken kann. Keine Ahnung. Oh ja, Clio ist gar nicht mal so schlecht. Haufenprinzip am Start hier, ne? Aber so richtig, alles was geht. So mit dem Ford. Er fuhr fort und kam nie wieder. Freunde, Udo hat mich auf was hingewiesen. Hier steht schon wieder was genau unser Gebiet ist. Weil wir gerade schon wieder mit Trailer hier sind. 86C Coupé 2F. Was ist das? Hey, ist ein GT-Modell. Ein Style ist das. Ja, GT-Ausstattung. Oh, das stinkt wie Hölle nach Rauch. Boah, fahne Aschenbecher. Aber sonst... GT-Verbreiterung dran. Reifen noch gut. Schwelle auf ersten Blick okay. Tür hat ein bisschen Rost. Reifen hinten. Naja. Aber der braucht richtig Aufbereitung. Ne? Der ist richtig verwohnt. Aber der ist noch relativ schön, der Wagen. Udo weiß genau, was ich suche. Ne? Der weiß genau, was ich geil finde. Wieso weiß er das immer? Bremse vorne ist noch gut. Also der ist vor kurzem noch gefahren. Einen Kupplungstest machen. Oh, ist die Kiste. Der muss richtig. Kupplung ist gut. Bremse fühlt sich gut an. Rückwärtsgang auch gut. Kupplungstest. Handbremse rein. Dritter Gang. Vierer. Ist okay. Der ist nicht schlecht, der Wagen. Von der Grundsubstanz her ist das ein schöner 86C. Einmal Motorraum luren. Welche Maschine haben wir hier drin? Papierfläche im Auto drin. Sicherungen dabei, bisschen Gurkenscheiß, bisschen hier, bisschen da. TÜV-Bericht, ich mal auch schon. 94er Baujahr, ist ein ziemlich später.
Alter, ich glaube, ich kaufe den. Ich glaube, ich kaufe mir den. Oder ich tausche den gegen ihn. Denkst du? Ja. Wasser sieht gut aus. Mhm. Aha. Sarim okay. Ja, den nehmen wir noch ab. Jungs, den nehmen wir doch. Komm, Shopplatz Polo, die zweite. Gleich mal fragen gehen. Ah, 86C, Preisverhandlung schwer. Ne? Da haben schon einige Gurkenpreise jetzt hin und her geschoben. Ich sag mal so, Gurkenkurs da, Preis hier, Preis da. Ich sag mal, ich will das bezahlen. Er hat auch keinen festen Preis. Er muss erstmal sich abschnappen mit anderen Kollegen, der meistens mehr für so einen Zügelkram bezahlt. Ob der das nicht haben will. Und danach meldet er sich bei mir. Also, sieht nicht so gut aus für den Polo. Schade, schraubt das Polo 2.0, wäre lustig gewesen. Weil der sieht wirklich aus, technisch, das wäre wenig Arbeit. Ne? Finde ich wenigstens so. Ich glaube, der ist nicht viel Arbeit, der Wagen. Naja, egal, dann würde ich sagen, ich würde schon nicht ihre Kommentare schrauben. Ja, geil, Polo sofort und sowas. Ich weiß es noch nicht. Ne? Es kann auch sein, dass wir den nicht kriegen. Dann ist es halt so, dann müssen wir da halt mit leben. Ist halt eher auf Arbeit bis und geht nicht mehr. Geil wäre der so ein aufpoliert, aber ne? Er hat eine ziemlich geile Farbe. Ist hier. Schönes Ding. Haben wir hier noch? Ein paar Sachen neu. 1 Liter B-Corsa. 4 Türer in hässlich. Heiß wie Bolle. Können wir nicht gebrauchen, so weiter Gurken oder was. Aber da fällt mir schon wieder was, das würde ich fast schon überlegen, das zu behalten. Ne? Weil die werden auch nicht mehr. Uwe hat auch schon gesagt, die werden auch nicht mehr. Die gibt es auch nicht mehr öfters. Es ist so. Die sind jetzt auch langsam im Kommen. Ne? Auch wenn es ein 94er ist. Naja, so viel dazu. Gut, ich würde sagen, wir sind unsere Gurke losgeworden. Alter, warum muss ich den engen Weg nehmen? Wir sind unsere Gurke losgeworden bei unserem hier Ford Mondeo. Morgen komme ich nochmal her, dann spreche ich nochmal wegen dem Preis von dem Auto da, was ich ihn eventuell kriegen kann für günstiges Geld. Und hier holen wir meine Reifen ab, damit wir die in eBay schmeißen können und den noch wenigstens unseren Verlust wieder gut machen können. Ne? Speedshop-Kasse in Ehren, kann ich mal verwehren. Ja, ich muss gleich los. Ich will halt jetzt mal so gucken. Nicht, dass ich jetzt schon zu spät bin. Ja, es passt noch. Stunden habe ich noch Zeit. Weil die Ingenieurin ist im Kindergarten, die muss ich heute noch abholen, weil Tine muss heute Abend arbeiten. Das heißt, ich habe heute Hanna. Muss heute Abend mal einen Transport fahren. Ein Chrysler Stratus, den ich verkauft habe, kriege ich noch ein paar Mark oben drauf für den Transport. Ich habe gesagt, ist in Ordnung, kann ich machen. Auch wenn es mir in der Zeit nicht ganz reinpasst, aber egal. Ja, hier, wenn ihr Reifen braucht. Momentan sind hier echt zu viele Reifen. Ne? Das ist die absolute obere Reifenhölle, mit Udo auch schon. Ne? Das ist ein guter Reifen, guck mal, das ist ja kein Schrott. So, wir gehen mal kurz hinten rein, kurz gucken bei den ganzen BMW-Felgen, ob ich eventuell Nabenkappen für meinen E36 finde, die man vielleicht hier auf meine Schnitzerfelgen packen könnte, weißt du? Weil das wollte ich noch machen. Das habe ich mir vorgenommen, was mache ich jetzt noch? Ich habe hier bestellt für 6 Euro, aber die sind nur weiß, ohne Logo drauf, ohne alles. Und vielleicht gibt es die ja all in Klo hier. Ich habe schon Pech gehabt, nur 3 Stück gekriegt, BMW-Kappen. Die vierte Felge ist verschollen. Jetzt bin ich gerade auf dem Weg nach Hause, so Richtung nach Hause, aber ich versuche jetzt gerade, ich bin mal unterwegs hier, wieder mal irgendwo die Felge zu spotten. Aber ich glaube, eine fehlt. Und deswegen ist ein Aluschrott schon gelandet, denke ich mal. Mist. Eine einzige, haben wir original BMW-Kappen gehabt. Jeder Schrauber weiß, was ich meine. Ja, da kriegst du auch ein eBay, 16 Euro oder keine Ahnung was. Ne? Aber hier. Ich habe schon welche bestellt, neutral, aber die wären natürlich geiler gewesen, ne? Auch auf meine Schnitzerfelgen. Ich fahre noch mal kurz gucken. Duden E46 Felgen. Die guten. Mist. Ne, die eine wird weg sein. Schade. Und wieder Polo, ich halte euch auf dem Laufenden, aber momentan riecht es so, als würde das nichts werden, weil Udo selber sagt, er ist gut. Und er ihn halt gerne selber fertig machen würde dann, ne? Halt, ist ja klar, er muss ja auch Geld verdienen. Und kann ich schon nachvollziehen, ne? Mal gucken. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ich hole jetzt die Frau Ingenieurin ab. So ein bisschen Ruhe habe ich bis dahin noch, aber ich muss noch irgendwie eine Cola reinziehen und dann hole ich die Frau Ingenieurin ab. Und dann fährt ein Milchschäfer von Meckles. Junge, ich bin fett, das läuft. Ne? Euch einen schönen Tag und ja, ne, immer fleißig diesen Scheiß hier gucken. Ne? Und Abo nicht vergessen. Momentan nicht. Momentan kommen kaum neue Abos rein, weil wegen Sommer und so. Aber
Das kriegen wir auch noch hin. Und nochmal danke für letztens den Livestream, der war so krass, ey. Ohne Scheiß, ich habe mich gefühlt wie ein richtiger Influencer. Weil, ohne Scheiß, da kamen 205 Euro Spenden in den Stream zusammen. Ohne, das war hardcore. Ne? Mal so gesagt. Auch danke nochmal dafür. Immer Handbremse lösen, sonst kommen wir nicht weit. So denn, bis zum nächsten Mal. Und ja, Fahrrad und nicht ärgern lassen und so. Ciao!